Ja. Nahkampf ist eigentlich das Mittel der Wahl gegen die. Wer mal weiß, wo man hin will. Das Gebäude ist, sie respawnen halt, wenn wir sterben. So, genau. Und die Attacke ist richtig mies, weil sie drehen sich dabei so dermaßen schnell. Ja, und ihre Zunge sind Schildbrecher. So, ich weiß gar nicht mal mehr, wie viele es hier unten gab von euch. So, Großschild des Rebellen unter schwerer Eisenschlüssel. Ja. Und das hier dürfte vielleicht einigen bekannt vorkommen. Ziemlich am Anfang des Let's Plays, als wir das erste Mal im weitergefallenen Riesen waren, sind wir hier durch diesen Exkurs durch, also durch diesen kleinen Bonusraum da hinten und haben hier zum ersten Mal so eine Feuerspucker-Echse gesehen. Und das war genau diese Feuerspucker-Echse, die uns hier so gehörig auf die Nerven gegangen ist. So, geborstene rote Augäpfel sind interessant, aber was das Wichtigste hier unten war, was wir jetzt schon haben, schwere Eisenschlüssel führt in ein unbekanntes Land. Ein wie ein Schlüssel geformtes Eisenstück. Jenseits des Altars tief im Eisenschloss und hinter einer Tür liegt jener Turm, in dem der alte Eisenkönig einst Eisen herstellen ließ. Das unfassbare Gewicht dieses Eisenturms gemahnt an die unermessliche Kraft, dieser Eisenkönig einstmals besaß. Ja, das ist der Schlüssel ins DLC-Gebiet beim Eisenschloss. Au. Und das hier könnte gefährlich werden. Wow, genau, deswegen nämlich. Au. Ja, dem schieße ich mal auf sicherer Entfernung. Wofür haben wir den Bogen? Genau, wir können hier ein bisschen rumtanzen. Und den ein bisschen beschießen, so. Okay. Das ist halt das Miese, wenn uns eins von den Dingern trifft. Trifft uns alle Nachfolgenden auch. Komm, lad schnell nach. So. So, jetzt fehlt nur noch der da hinten. Der ist der lästigste. Genau. Ah, und da hat er uns mitten ins Feuer reingespuckt. Das ist unschöner Tod.
Und das Problem ist, wir müssen jetzt alles nochmal machen. Ich könnte mal kurz den Hartstahlring gegen den Flammquarzring tauschen. Das hilft uns ein bisschen. So, erstmal du weg. Dann du weg. Frischer Lebensstein, juhu. Und dann ignorieren wir einfach mal den Eisentrachtsritter. Jo. Ja. Weg mit dir. Genau, da haben wir sie wieder. Genau, der hier, der rammt am liebsten. Und der andere ist schon aggro auf uns. Ja, er spuckt schon mal in unsere Richtung. Und irgendwas ist gerade irgendwo runtergefallen. So. Ja, genau. Deine blöde Zunge. Mhm. Das ist jetzt unschön. Ah. Ich hasse es, wenn sie so betrügen. So, der ist weg. Der nervt schon mal nicht mehr. Wow. Ja, die Ramme, die ist übel. Die Zunge, der kann man leichter ausweichen als der Ramme. Habe ich gesagt und krieg sie voll in die Fresse. Wow. Nächster ist das Flakorschluck. So. Der ist weg. Jetzt fehlt der hier oben. Ich sagte ja, kaum kriegen wir einen ab, kriegen wir alle ab. Hm. Dann bleiben wir halt hier stehen und zielen einfach, bis er so bei 30% ist. Ich könnte aufs Auge zielen, vielleicht macht das mehr Schaden. Das habe ich nämlich noch nie probiert. So. Okay. Nein, das ist nicht gut. Das waren meine Seelen. Oh. Nein.
Okay, es waren ja auch nicht mehr viele Seelen, aber trotzdem ist das blöd. Ich habe sicherlich schon erwähnt, ich mag diese Viecher nicht. Und ganz ehrlich, der Flammquarzring bringt nichts. Ich glaube, die komischen Steine, die sie schleudern, machen mehr physischen Schaden als Feuerschaden. Und ich versuch's doch mal mit dem anderen Schild. Vielleicht kann ich damit besser das Feuer abfangen. Am besten wäre natürlich ein Gürmschild. Also so ein komischer Doppelstein, den die großen Zwerge tragen. So. Du kommst weg. Und du stirbst ganz schnell. Okay, der da hinten hat uns schon wieder entdeckt. Spuckt in unsere Richtung. Und hier bin ich wieder voll festgesessen. So, stirb. Und ich ziehe mich zurück, um mich zu heilen. Bitte einmal mit der medizinischen Heilung. So, der spackt da gerade ein bisschen. So, das war's mit Spacken. Ja, da müssen wir ein bisschen rennen. Au. Na, der lässt uns nicht trinken. Oh, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Dass er den mal macht. Ah, die Ramme. Und wir nehmen wieder zu viel Schaden. Au. Stirb und bleib vielleicht bitte mal tot. So, du nervst. Ich nehme an, Feuerpfeil macht bei dir weniger Schaden. Ja, wenn ich auf den weichen Unterleib ziele, nimmt er mehr Schaden. Das stimmt schon. Au. Aber ich nehme natürlich auch Schaden. Ihr seht, wie übel die Viecher sind. Au.
Genau. Mach nicht so viel Schaden und stirb einfach. Boah.